Hallo liebe App-Gefahrenleser, wir sind mit einem neuen Test bzw. einen ersten Eindruck für euch am Start. Und zwar geht es heute hier um das Nuki Smart Lock. Das wurde ja per Kickstarter finanziert und ist jetzt endlich verfügbar. Und wir haben es jetzt auch hier erstmals in den Händen, werden es gleich auspacken, einen kurzen Blick mit euch reinwerfen und dann natürlich auch an der Tür montieren. Ganz kurz vorab, es handelt sich um einen Aufsatz für eure Wohnungstür. Ihr könnt dort einen Schlüssel reinlegen und per App dann quasi steuern, wie ihr oder ob ihr das Schloss per App und dann automatisch ohne Schlüssel aufmachen wollt. Und wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir euch im Video. Ja, in einer recht schlichten Verpackung kommt das Nuki Smart Lock nach Hause. Und der Hauptakteur, wir schauen einfach mal direkt rein, ist natürlich hier das Schloss an sich. Man hat hier noch eine kleine Anleitung mit dabei und dann auch diverse Aufsätze, damit man das direkt am Türschloss montieren kann. Je nachdem, wie groß der Zylinder rausguckt, muss man halt einen anderen Aufsatz verwenden. Und das Schloss an sich sieht folgendermaßen aus. Das ist hier aus Plastik und Aluminium gefertigt. Und hier hinten kommt dann später der Schlüssel bzw. der Aufsatz drauf. Und da sich das Teil hier dreht, kann das Objekt automatisch den Schlüssel drehen und somit die Tür auf- und zuschließen. Und hier unten haben wir noch einen Einsatz. Und zwar für 4 Batterien, denn ohne Batterie läuft hier nämlich gar nichts. So, wir sind mal in die Wohnung gewechselt und als erstes ist zu empfehlen, kauft euch ein neues Schloss, wenn ihr das noch nicht habt oder das Richtige dafür habt. Denn das Problem ist, wenn ihr das Nuki aufsetzt, quasi hier oben drauf setzt, da wird der Schlüssel nämlich immer reingeschoben, der verbleibt in dem Gerät und dann könnt ihr von außen natürlich nicht mehr aufschließen. Und in meiner Tür ist jetzt so ein Zylinder drin, den kann ich wirklich nur einseitig bedienen, sprich steckt hier ein Schlüssel von innen und ich möchte von außen aufschließen, habe ich keine Chance, weil halt der Schlüssel von innen steckt. Deswegen habe ich mir hier einen schönen neuen Abus-Zylinder gekauft. Der hat jetzt um die 48 Euro gekostet. Gibt es vielleicht auch günstiger, weiß ich nicht. Habe ich jetzt bei einem Schlüsselhändler gekauft und ich wollte einfach was Vernünftiges haben, da ich im Baumarkt schon mal schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und der Vorteil bei diesem Zylinder ist halt, wenn wir quasi von hier schließen, beziehungsweise ein Schlüssel drin steckt, können wir natürlich drehen. Jetzt muss ich mal hier einen Schlüssel abmachen, weil sonst wird das natürlich nichts. So, wenn ein Schlüssel von der Seite drin steckt, und jetzt einer von hier schließen möchte, würde es ja eigentlich nicht funktionieren. Aber dafür gibt es ja die beidseitigen Schlüssel bzw. Zylinder und ich kann jetzt hier beidseitig drehen, obwohl quasi der Schlüssel hier von innen steckt. Und genau deswegen für Nuki solltet ihr euch genauso ein Schloss holen, denn wenn ihr das hier gleich einbaut und hier das Nuki draufsetzt und der Schlüssel von innen immer steckt und das mal nicht funktioniert, könnt ihr von außen einfach ganz normal aufschließen. Und da wir schon dabei sind, zeige ich euch einfach mal ganz kurz, wie das auszutauschen ist. Das ist relativ simpel. Ihr habt hier halt den Zylinder und ihr könnt, wenn ihr die Tür aufmacht, habt ihr hier quasi 3 Schrauben. Und ihr müsst einfach diese hier benutzen und diese einfach einmal rausschrauben. Ich habe jetzt hier so einen netten Schraubendreher, der macht ein bisschen Krach. Und die Schraube ist auch etwas lang. Aber wenn ihr die Schraube rausgezogen habt, die sichert quasi das Schloss. Na, kommt schon. Das ist hier so ein Ding. Wenn ihr ein neues Schloss kauft, gibt es auch eine neue Schraube mit dabei. Könnt ihr einfach ein bisschen hier dran wackeln. Weil wenn das Schloss so gerade drin ist, dann funktioniert es nicht. Einfach nach rechts oder links schieben, damit ihr quasi den Zylinder einmal rausholen könnt. Und dann könnt ihr den Schlüssel rausziehen und habt den Zylinder in der Hand und könnt jetzt quasi den neuen einbauen. Auch das relativ simpel. Wir nehmen den neuen Zylinder. Ja, wir haben schon gesehen, ihr müsst natürlich, bevor ihr euch einen neuen kauft, den alten ein bisschen ausbauen und ausmessen, denn da gibt es verschiedene Größen. Und wir stecken den jetzt mal hier rein, machen den mal gerade und bauen den jetzt einfach ein, dass wir es einfach hier wieder reinschieben quasi. So, bis es passt. Zack. Wir haben hier eine neue Schraube. Stecken die hier rein, schrauben es wieder fest und fertig ist die Sache. Widmen wir uns doch jetzt endlich mal dem Nuki, der interessanten Sache. Aber bevor es losgeht, hier ein Blick in die Installation. Also die ist relativ einfach aufgebaut. Hier gibt wirklich nicht viel zu lesen. Und das ist auch alles relativ selbsterklärend. Was ganz wichtig ist zum Start, ihr seht, es gibt hier 2 Möglichkeiten. Einmal 1A und einmal 1B. Das liegt daran, dass die Zylinder
überstehen können. Bedeutet, wenn der Zylinder 0 bis 3 mm rausguckt, dann folgt ihr 1b und nimmt auch den Aufsatz b. Sollte der 3 bis 30 mm rausgucken, dann nehmt ihr Aufsatz a. Und bei mir, ich habe jetzt nicht genau nachgemessen, würde aber sagen, wir probieren es mal mit dem Aufsatz b 0 bis 3 mm. Da wir es natürlich auch ordentlich machen wollen, habe ich mal hier ein bisschen Hygienespray, ein bisschen alkoholisiertes Spray geholt. Und würde sagen, wir reinigen einfach mal hier den Türvorsatz, denn in Lösung B bzw. mit Aufsatz B müssen wir etwas ankleben und damit das auch ein bisschen länger hält, würde ich sagen, machen wir das mal ein bisschen ordentlicher hier. Und wie jetzt hier auch im zweiten Schritt beschrieben, einfach den Aufsatz B, ganz, ja, man kann ihn nicht verfehlen, steht B drauf. Hier hinten ist eine Klebefolie dran, damit es hält. Bei Aufsatz A wird das mit 3 kleinen Schrauben befestigt. Wenn er nämlich weiter rausguckt, ist das wie so eine, ja, so eine Klinge, Klammer, die man dann da festschrauben kann. Und ich würde sagen, wir ziehen einfach mal hier das ab. Ich habe vorher übrigens schon ganz, es wird wahrscheinlich 3M-Kleber sein. Ja, so sieht es auch aus. Vorher schon getestet, das ist genau, passt genau. Und ja, das Anbringen ist relativ simpel. Man muss einfach nur gucken, dass man quasi, na, schauen wir uns das mal von vorne an, dass man quasi den Aufsatz genau da durchkriegt. So. Genau. Ein bisschen andrücken, damit das hält. Und wie ihr seht, wir schauen mal ein bisschen näher rein hier, ist das eigentlich ziemlich passgenau. Ich hoffe natürlich, dass der Schlüssel, genau, der passt da rein. Man kann hier drehen. Das ist perfekt. Genauso soll es nämlich auch sein. Denn ansonsten haben wir gleich kein vernünftiges Schloss. Wir sind eigentlich auch so gut wie fertig. Ich hatte schon den intuitiven Riecher hier, Schlüssel reinstecken. Und dann kommt hier, ich sag mal, das Herzstück von Nuki zum Einsatz, was ihr ja vorhin schon mal gesehen habt. Wie ihr seht, der Schlüssel kommt jetzt hier quasi, ja, da ist ein Schlitz drin, da rein. Und wenn sich's dreht, schließt sich das automatisch auf. Und das schiebt man hier einfach auf die drei Nöppeln hier. Und dann sollte das eigentlich einrasten. Und so, zack. Und das war's eigentlich auch schon zur Installation direkt an der Tür. Das hält und ich hoffe, dass es nicht abfällt, davon gehe ich aber nicht aus. Und ja, optisch ist es in Ordnung, würde ich sagen. Man sieht, ja, es ist jetzt kein Designer-Highlight, aber es sieht gut aus. So viel zur Einrichtung, mehr steht auch nicht mit dabei. Und der nächste Schritt ist, nämlich hier die Nuki-App aus dem App Store oder aus dem Google Play Store zu laden. Und dann kann man hier weitermachen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da selber noch nicht reingeguckt, weil ich habe da noch viel nicht mitgemacht, beziehungsweise ich habe es gerade erst angeschraubt und werfe mit euch jetzt hier gemeinsam den ersten Blick auf das Smart Lock und wir sagen einfach mal jetzt starten. Was möchtest du tun? Ich möchte ein Smart Lock einrichten und habe ich das an der Tür montiert? Yep, habe ich. Gib deinen Namen ein. Ich gebe meinen Namen ein. Na, schreiben wir es mal groß, wenn wir schon was machen, dann auch richtig. Weiter. Okay, dann machen wir das mal. So, man sieht, es blinkt. Ich mache mich mal hier auf die Seite. Und wir sehen, ja, das Smart Lock ist verbunden. Das hat doch perfekt funktioniert. Und gehen mal hier auf Weiter. Wähle einen Namen für dein Smart Lock. Ja, ich sag mal, da kann man sich sicherlich was Lustigeres einfallen lassen. Aber wir nennen es hier einfach mal Freddy's Home oder Hood, wie auch immer. Ja, das gebe ich jetzt mal frei, den Standort, denn dadurch kann die App-Applikation oder das iPhone auch wissen, dass ich gerade in der Nähe bin und dann wird mein Standort festgelegt und ich kann einfach sehen, okay, ich bin gerade vor der Tür, mach doch mal bitte auf, Standort festlegen, alles klar. Halte deine Tür an der Außenseite einen Drücker oder einen Knauf. Das sehe ich jetzt zwar nicht, aber wir haben einen Knauf, aber wo auch immer der Unterschied da ist, wahrscheinlich werden wir das noch herausfinden. Stelle sicher, dass deine Tür aufgesperrt und geöffnet ist. Naja gut. Dann machen wir die Tür mal auf und sagen jetzt Kalibrierung starten. Schön, wie ihr auch selber gesehen habt im Video, das Smart Lock hat den Schlüssel quasi einmal komplett auf- und zugedreht, um halt herauszufinden, wie, ja, wie viel Umdrehung oder wie viel Power das Ding braucht, um unsere Tür aufzuschließen. Und ich mache mal die Tür wieder zu, weil sonst heilt sie nämlich. Zack. Und wir sehen hier, möchten wir Mitteilung, Benachrichtigung erhalten? Ja, natürlich, weil wenn jemand vor der Tür steht oder so, dann wollen wir auch was erhalten. Wir sagen einfach mal Demo starten. Gut, wir kriegen ja ein paar Informationen, wie die Applikation funktioniert. Ja, das ist jetzt nicht so spannend. Smart Lock Optionen, ja, bla bla. Ja, schönes Menü. Möchtest du eine Nuki Bridge hinzufügen? Nein, die habe ich nicht.
Möchtest du weiter Zutrittsberechtigung für dein Smart Lock vergeben? Ich sag mal, nicht jetzt, da gehen wir gleich nochmal drauf genauer ein. So sieht die Applikation jetzt aus. Aufgesperrt, das ist korrekt. Wir könnten jetzt hier den Knauf benutzen und dann, beziehungsweise den Henkel hier und könnten dann natürlich hier rein und raus gehen. Und wir haben jetzt hier mit einem Wisch gesagt. Schließ mir doch mal bitte die Tür ab. Und, ihr habt es gehört, komplett abgeschlossen, zweimal umgedreht, die Tür ist zu. Wenn wir wieder nach links wischen, dann macht er mir das Ganze wieder auf. Und siehe da, wie ihr auch schon seht, die Tür öffnet sich von alleine. Denn dann wird einmal hier quasi der, ja, wie auch immer man das nennt, aktiviert und dann geht die Tür auf. Deswegen mussten wir wahrscheinlich auch gerade angeben, ob wir einen Knauf haben oder hier so einen Henkel. Und wir schauen einfach nochmal in die Applikation hier rein, was wir denn hier noch so für Optionen haben. Wir sehen hier, wir haben hier alle Smart Locks, wir haben nur einen, wir können einen Smart Lock hinzufügen. Wir haben hier, oder können eine Bridge verwalten, Personen einladen oder App-Einstellungen. Wir schauen mal hier in die Einstellungen rein und sehen Sound, Vibration, Benachrichtigung, alles Arten. Ja, nicht ganz so spannend. Wenn wir zum Beispiel Personen sagen, können wir hier nämlich Leute einladen. Ich sag mal, ich würde gerne den Fabian einladen. Ja, man sollte natürlich vielleicht etwas darauf achten, wie man schreibt. So, und jetzt könnten wir zum Beispiel sagen, Smart Lock Anzeigename, das ist hier mein Zuhause. Und Zugangszeiten begrenzen. Wenn ich weiß, okay, der kommt jetzt oder ein Handwerker kommt zwischen 10 und 15 Uhr, kann ich sagen, ja, soll doch bitte von da und da kommen, der Werktag, Einladung erstellen und habe jetzt hier einen Einladungscode und könnte den quasi an ein zweites Gerät schicken und ich tue jetzt einfach mal so, als wäre ich ein zweites Gerät und hole mal hier mein iPad. Ich habe jetzt mal hier das iPad geholt, ja, die Applikation ist dafür nicht optimiert, aber ich habe hier jetzt kein anderes Gerät zur Hand, deswegen sage ich jetzt mal hier starten und ich habe hier einen Einladungscode und gebe den jetzt mal hier ein, UNC DVA, damit könnt ihr übrigens nichts anfangen, ich werde die Einladung wieder löschen, GLQ. Und sag jetzt hier mal weiter. Okay, dann gebe ich meinen Standort auch noch frei, wenn das okay ist. Ja, yep. Mitteilung aktiviere ich auch und überspringe die Demo und habe jetzt quasi die Berechtigung, hier mit diesem Gerät ins, ja, die Tür zu öffnen und sehe jetzt hier natürlich auch den Status, ist aufgesperrt. Ja, yep, korrekt. Und wenn ich jetzt hier wische, sage ich zusperren und Achtung, das Gerät arbeitet. Genau. Jetzt und wir sehen, es ist zu und sehen ebenfalls, es ist zu. Wer jetzt dachte, wir wären schon durch, nein, sind wir noch nicht. Es gibt nämlich noch viel mehr zu entdecken, was ich auch gerade erst gesehen habe. Und zwar haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, optional die Tür zu öffnen. Wenn wir hier auf den i-Button sehen wir aufsperren und Falle ziehen, um die Tür zu öffnen. Das können wir hier manuell anstoßen. Was aber noch interessanter ist, ist die Lock-and-Go-Funktion. Wenn wir mal hier aufs Info-Button drücken, dann sehen wir hier auch, okay, wenn wir zweimal den Knopf drücken in der Mitte, dann können wir die Tür aufschließen und können dann automatisch hinter uns zuschließen lassen. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel hier, gerade ist der Zustand der Tür zu, ich stehe morgens auf, die Tür ist abgeschlossen, möchte das Haus verlassen, dann drücke ich zweimal drauf. Dann hört ihr, wird die Tür geöffnet. Ich kann quasi die Tür öffnen. Ich kann rausgehen, ziehe die Tür hinter mir zu. Und innerhalb von 20 Sekunden, ich spule jetzt mal so ein bisschen, das dauert kurz, wird die Tür automatisch abgeschlossen. Zack. Und dann ist die Tür auch wieder zu. Ich finde, von innen hört sich das immer so ein bisschen an, als würde gerade einer meine Tür aufbohren. Aber irgendwie muss das ja auch werkeln. Von daher ist das schon in Ordnung. Und wir schauen einfach nochmal in die Applikation. Wir haben hier nämlich ein paar Einstellungen, die sich hier verstecken. Und da haben wir halt die Möglichkeit, einmal die Benutzer zu verwalten, die wir anlegen können und Berechtigungen vergeben. Wir haben hier zum Beispiel ein Protokoll. Das können wir aktivieren oder deaktivieren. Und sehen dann, ja, okay, wir sehen dann zum Beispiel hier, der Freddy hat um 16.07 Uhr das Ganze per App zugesperrt oder ja, wie wir gerade das Lock and Go hier aktiviert haben, um 16.24 Uhr, man sieht, wir haben jetzt 16.25 Uhr, das haut hin, das können wir hier aktivieren. Dann haben wir noch verschiedene Möglichkeiten, wir können den Anzeigenamen ganz individuell und ganz einfach wieder ändern. Hier haben wir zum Beispiel noch den Auto-Unlock, das ist noch so ein Beta-Feature und das habe ich jetzt auch erstmal deaktiviert. Ich habe es gerade mal ausprobiert, das funktioniert, das bedeutet, ich habe ja meinen Standpunkt angegeben, wo ich gerade bin oder wo ich wohne und wenn ich mich im Umkreis von 100 Meter befinde,
findet, dann wird die Tür schon mal automatisch aufgeschlossen. Und ja, das habe ich erstmal deaktiviert. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das später nutzen möchte. Wir haben jetzt ortsabhängige Warnungen. Sprich, wenn wir zum Beispiel nicht zu Hause sind, aber irgendwie sperrt das einer auf und wollen das aber gar nicht, dann kriegen wir hier eine Benachrichtigung. Zusätzlich können wir noch festlegen, welche Aktionen ausgeführt werden. Zum Beispiel das Auto-Unlock, da haben wir einmal die Möglichkeit, das aufzusperren oder eben das Lock-and-Go zu aktivieren, wie ich gerade erklärt habe. Man kann hier mit dem Swipe nach rechts oder nach links halt auch sagen, okay, ich möchte aufsperren, zusperren, Tür öffnen oder gar keine Funktion haben. Das könnt ihr alles hier einstellen. Das ist relativ selbsterklärend alles und die Applikation, die ist, ich finde, sie ist noch relativ rudimentär, würde ich sagen. Funktioniert aber gut und ich glaube, ich habe vorhin gesagt, wenn wir im 4G sind oder mobil unterwegs sind, können wir damit auch handhaben und das aufschließen. Das ist auch richtig so. Allerdings ist das ja eine Bluetooth-Verbindung, sprich, das wird hier per Bluetooth gemacht. Was es allerdings auch noch gibt, ist ein Nuki Fob. Das ist so ein kleines Plastikteil. Das kennt man vielleicht auch aus so Unis oder woher auch immer. Das kann man dann quasi hier in der Nähe dran halten und man drückt mal auf den Fob drauf und dann geht das Ding auch automatisch auf. Was es auch noch gibt, ist ein Bridge. Die habe ich nämlich nicht bestellt, habe ich euch ja schon gesagt. Wenn man die bestellt, kann man die zu Hause in die Steckdose stecken und kann die in das WLAN einloggen. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, wenn wir nicht in der Bluetooth-Reichweite sind, das Ganze fernzusteuern und zu sagen, die Oma steht gerade vor der Tür, aber wir sind noch in Köln auf der Autobahn, aber sie möchte doch gerne rein und hat keinen Schlüssel dabei. Dann können wir einfach das iPhone zücken, natürlich der Beifahrer, und können dann sagen, okay, schließ doch mal bitte die Tür auf, damit die Oma oder wer auch immer rein kann. Schon eine coole Sache, die Bridge. Ich weiß noch nicht genau, ob ich mir die auch noch anschaffen möchte oder auch werde. Klingt relativ interessant und ich würde sagen, wie das Ganze auf lange Sicht aussieht, das werdet ihr von mir später erfahren. Ebenfalls interessant ist die Tatsache, wir sehen jetzt hier auf der App, wir haben zugesperrt. Wenn wir zum Beispiel einfach schnell raus wollen, das iPhone nicht zur Hand haben oder wie auch immer, wir wollen von drinnen nach draußen, die Tür ist abgeschlossen mit dem Nuki, können wir einfach manuell dran drehen. 1, 2, Tür auf. Das gleiche geht natürlich auch in die andere Richtung, wenn wir unser Gerät nicht bedienen oder es liegt woanders, wie auch immer, wir wollen aber trotzdem abschließen, haben wir die Möglichkeit einfach wieder dran zu drehen. Und haben dann zweimal abgeschlossen und die Applikation merkt sich dann oder die analysiert dann nach dem Start, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal hier reingehe, dann sehen wir, okay, die Applikation hat schon herausgefunden, es ist gerade zugesperrt. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist die Tatsache, wenn wir uns jetzt aussperren oder das Gerät einfach nicht mithaben, Schlüssel rein und manuell drehen, kein Problem. Ja, was gibt es denn jetzt zusammenfassend zu sagen? Ich würde sagen, das Nuki Smart Lock ist eine richtig, richtig coole Sache. Die Installation ist kinderleicht. Wenn man schon das richtige Schloss eingebaut hat, dann ist es noch einfacher. Einfach hier das Gerät entweder mit dem einen Aufsatz draufkleben oder mit dem anderen festschrauben. Nuki Smart Lock draufklicken und in der Applikation den Rest oder der Anleitung folgen und dann ist die Einrichtung auch schon fertig. Und Funktionalität habt ihr ja schon auch gesehen. Finde ich gut, finde ich klasse. Die Apple Watch App, die fehlt mir noch, die soll angeblich da sein oder kommt noch, denn die wird auch auf der Webseite beworben. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das auch noch funktioniert. Dann glaube ich, dass das Nuki bei mir auf jeden Fall im Dauereinsatz sein wird, denn ich kann es mir einfach gut vorstellen, wenn ich mit der Apple Watch nach Hause komme, mache ich halt die App auf der Watch eben auf, sage bitte lass mich doch rein oder aktiviere sogar den ortsbasierten Modus. Und wenn ich dann hier vor der Tür stehe, dann komme ich quasi fast automatisch rein. Und das finde ich klasse. Ich werde das Ganze noch deutlich länger ausprobieren. 2, 3, 4 Wochen. Und danach werde ich mich auf jeden Fall nochmal mit einem ausführlichen Feedback melden, ob das den Alltag erleichtert, ob man das haben muss, ob das praktisch ist, ob man die Berechtigungen vergeben kann und so zum Beispiel auch sagen kann, okay, ich weiß, jetzt kommt hier um 17 Uhr der Postbote und ich möchte ihn gerne reinlassen oder wen auch immer, dann kann man das machen. Und mein erstes Fazit fällt wirklich sehr, sehr positiv aus. Ich meine, ich per Kickstarter hätte ich 99 Euro nur für das Smart Lock bezahlt. Die Bridge war, habe ich jetzt nicht gebaked, wie man so sagt, und den Fob auch nicht. Wie, wann, wo, ob ich mir da noch was zukaufe, werdet ihr dann wahrscheinlich im nächsten Video erfahren. Und von daher, gerne könnt ihr noch ein paar Fragen stellen, wenn ich nicht alles beantwortet habe. Haut einfach raus, Kommentare schreiben, dann versuche ich euch da
möglichst alles zu beantworten. Der UVP ist, glaube ich, für das Smart Lock hier 139 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten schreibe ich euch nochmal den anderen Preis irgendwie ins Video rein. Und ich würde sagen, das war jetzt so der erste Eindruck, Installation und Verwendung vom neuen Nuki Smart Lock.